Hi Kinder, ich bin's wieder, euer MC am Start und wir spielen wieder Minecraft. Heute haben wir den 26.08.2011 und ich habe einfach mal angefangen, die ganzen Parts, die ich da aufgenommen habe, zu rendern und habe gemerkt, ja, 30 Parts habe ich jetzt auf Vorrat. Das ist gut für mein Studium auf jeden Fall, weil das nächste Semester wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger wird als das davor. So kann ich mich getrost zurücklegen und sagen, jeha, ich habe schon was. Ich hab schon was. Ist für euch natürlich doof, weil das alles vorgekaut ist, was ich euch da vorsetze, aber wey. Ihr müsst auch mal ein bisschen an mich denken. Ich armer Tropf, ich. So, was wir letztes Mal gemacht haben, weiß ich allerdings nicht mehr. Doch Quatsch, ich weiß es noch. Wir sind hier lang gegangen. Und ich wollte demnächst hier was hinbauen. Ja, da wollte ich was hinbauen. Und ich würde sagen, das machen wir nicht so weit zurück. Das lassen wir nämlich schon hier starten. Muh! Muh! Mann, geht weg. Alle davon. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ich heiße doch nicht Bauer Horst hier. Haut ab, Leute. Ich will euch nicht. Oh, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr daran. Ist hier auch mal ein Creeper explodiert? Ich glaube ja. Ganz am Anfang. Erinnere ich mich dunkel, dass da auch mal ein Creeper explodiert ist. So, hier will ich dann starten. Aber ich glaube, hier baue ich mit Stein. Ja. Mache ich das jetzt zuerst oder gehe ich nochmal woanders hin? Den Pier muss ich noch machen, bevor es hier weitergeht. Auf jeden Fall der Pier. Der, die das Pier. Nicht das Bier, Pier. Aber ich könnte ja vielleicht sogar schon das hier ausloten. Das wollte ich nämlich. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ist vielleicht zu wenig. 5, 6. Habe ich das in die andere Richtung auch noch? Nee, da komme ich zu nah ins Wasser. Obwohl ich das Wasser ja auch kleiner machen kann. Ja, wenn ich da ein bisschen Sand hinschütte, dann wird das Wasser kleiner. Meine Logik lebt damit. So. Hier sind zwei dazwischen. Hier auch. Dann sind hier auch wieder zwei dazwischen. So. Hier haben wir die Linie und dann muss ich hier, genau da muss noch einer hin. Dann haben wir erstmal die Außenteile. Und vermutlich werde ich dann hier noch was hinbauen. So. So. Das ist dann erstmal das Grundgestell. In meinem Kopf macht es gerade noch Sinn. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache das andere Haus. Aber hey, ich habe mich gerade mal ganz spontan anders entschieden. Damit wir da auch mal ein bisschen weiterkommen, knödel ich hier erstmal ein paar Latten hin. So. Ja, ich mach das 2 hoch. Ne, ich mach's 3 hoch. Sieht dann besser aus. Finde ich. Sonst fällt einem hier noch die Decke auf den Kopf. Zack, 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 zack. Hier kann ich auch nochmal rauf. Und das mache ich auch noch mal so. Ich kriege gerade ein bisschen Knoten in den Finger. Ich glaube, das mache ich jetzt mal mit dem Mausrad. Das geht dann einfach A. Zumindest für mich. Ja, ist die Frage, ob ich das jetzt hier auflasse, ne? Muss ich gucken, wie ich den Pier hinterher baue. Weiß ich bisher noch nicht. Wenn ich das so mache, dass der Pier da lang geht, dass man dann hier so schön noch mal rein kann. Ja, das könnte ich ja theoretisch machen. Aber wie ihr mich kennt, werdet ihr wahrscheinlich schon ahnen, dass bei dem Pier wieder eine ganze Menge Glas bei drauf geht. Ja, das wird passieren. Das wird ganz bestimmt passieren. So, das hier runter. So. Jetzt haben wir ein schönes quadratisches. Nee, quadratisch ist es nicht. Aber zumindest ein rechteckiges Haus.
Schön ist auch relativ. Wuhu! So. Ja. Und dann hier eine Tür hin. Ja, ich kann das ja schon mal von oben abdichten. Bevor ich überhaupt weiß, wie ich hier weitermache. Obwohl, warte mal. Ich könnte ja auch hier so in die Mitte sowas hier tun. Oh, es wird auf einmal hell in meiner Wohnung. So, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Also jetzt nicht im Spiel, sondern hier real life, so mal gesehen. Jetzt mal sagen. Ja. Hätte ich jetzt mehr Platz, könnte ich hier auch noch einen zweiten Stock reinbauen. Aber ich habe leider nicht mehr Platz. Es sei denn, ich mache den Spaß mit einer Leiter. So wie ich es da hinten noch vorhatte. Aber das Ding, das wird noch viel größer. Ich plane jetzt nämlich erstmal das, was ich hier noch habe, in der gleichen Größe nochmal da oben drauf zu setzen. So. Erstmal. Vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch. Das gibt's ja ziemlich oft in diesem Spiel, dass ich meine Meinung nochmal gerne ändere. Ja, soll's geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was wir hier so angefertigt haben und da hinten auch noch, besser aussieht als dieser Klops da hinten. Auch wenn ganz viele Leute mal wieder, wie gesagt, meinten, so schlecht sieht das gar nicht aus. Doch. Ich kriege hier keine Treppe mehr rein, ne? Das heißt, doch eine offene Treppe würde ich hier wahrscheinlich reinkriegen. So an den Seiten. Verschenke ich zwar eine ganze Menge Platz, aber was soll's. Erstmal muss ich aber ein paar Fackeln hier reinsetzen. So ein paar in die Mitte, damit ihr auch was seht. So einmal. So, ich glaube... Nee, Quatsch. Dahin. Ich glaube, das hält sich momentan noch in Grenzen mit der geringen Sicht, aber... Ich muss auf Nummer sicher gehen. So, das hier alles weg. Hämseln. Zack, 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 zack. Ich finde die erste Viertelstunde bei einer Minecraft-Aufnahme, die geht so richtig schnell vorbei. Zumindest wenn ich das mache. Das merke ich gar nicht, wie die weg ist. Auf einmal denke ich, ja, guckst du mal auf deinen Timer zur Uhr. Oh, nimmst schon 16 Minuten auf. Ist ja schon wieder ein Part. Klasse. Klasse. Gut, jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Dafür haben wir ja so viel gefarmt, dass wir hier so schön bauen können. Und es geht weiter. Ich mag das nicht, wenn ich hier so auf dem Sand rumlaufen muss. Da fühle ich mich immer so nervös. Und das ganze Sandgeriesel wandert mir natürlich dann auch immer in die Schuhe und in die Socken und nein. Muss ich das wieder ausschütten und dann ist die ganze Bude dreckig und du kriegst ja nicht alles raus und dann vergisst du vielleicht, dass du Sand in den Schuhen hast, willst du die gerade anziehen und zack. Nachdem du die ausgezogen hast. Ja, ist ein bisschen schwierig vielleicht nachzuvollziehen, was ist da gerade passiert. Zeitparadoxon? Scheint so. Aber ich will das gar nicht mal hinterfragen. Ich nehme es einfach mal so als gegeben an. Und nein, da muss unbedingt noch ein Stockwerk drauf. Sonst kann man das da noch nicht so stehen lassen. Okay. Fangen wir mal an. Zack. 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 Du-du-du-du-du. Oh, Licht! Noch mehr Licht. Eine ganze Menge Licht. Uns kann man bestimmt jetzt von draußen sehen. So, das mache ich dann natürlich nochmal genauso wie gerade eben hier hoch. Wie viel hatte ich denn? 3? Ne, 4 müsste das sein. Ja, 4 sind's. 4 gewinnt. So.
Sieht ein bisschen aus wie in so einer Bambusvilla hier. Könnte ich vielleicht einfach so ein Dach drüber ziehen und dann hat sich das? Nein, das macht man ja nicht. Jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Aber ich mache eine Woche jetzt Gemüsediät. Das heißt, alles, was es bei mir zu essen geben wird, wird Gemüse sein. Auch zu trinken. Das heißt nur Gemüsesaft, Tomatensaft, lecker Karottensaft, Gemüsemischsaft. Ja, lecker, 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 lecker. Und ich muss mal gucken, wie ich mich danach fühle. Vielleicht ist dann ja auch meine Pocke ein bisschen kleiner geworden. Nicht, dass ich eine hätte, aber man tut ja alles. Und man probiert ja auch eine ganze Menge aus. Nur so, weil man es kann. Und ich bin gerade da drin und mach das. Hab gerade gemerkt, ich hab's jetzt ja wieder geschafft, Secret of Mana hochzuladen. Da habe ich noch darüber geredet, dass ich eine Wasserdiät mache. Also so eine. Möglichst wenig Ballaststoffe, jeden Tag 3 Liter Wasser, hast nicht gesehen, sowas mach. Das ist natürlich schon wieder lange her. Und ich muss sagen, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe mich noch nicht mal fitter gefühlt, gar nichts. Und Bier gibt's sowieso nicht. Überhaupt keinen Alkohol. Da gibt's ja so viele Kalorien drin. Nee. Nee, das geht natürlich nicht. Ich kann das auch einseitig mit der Treppe machen. Dass man nur an einer Seite raufkommt. Und dann mache ich hier so ein riesiges Wendelding. Das heißt, eine Etage gehe ich noch rauf. Und danach mache ich Ende und setze ein Dach drauf. Und ja, ich baue jetzt eine Runde im Dunkeln. Wenn ich da mit Recht der Annahme gehe, dass niemand was sieht. Diese Auslegung des Bodens mache ich nochmal in tiefster Nacht. Wenn die Zombies mit ihren Zähnen fletschen, in Klammern, wenn man nicht auf Peaceful steht, Klammer, spielt, Klammer zu. Die Zombies. Die grausamen Viecher da. So. Fackel hierhin? Nee, Fackel. Dahin, dahin. Ups. So, wo hatte ich dieses Ding gesetzt? Da. Eins, zwei. Also hier. Angefangen, oder? Ja. So. Nein, das geht mir wieder zu weit. Ja. Wir werden hier wahrscheinlich nie wieder reingehen. Nie wieder. Aber wenn wir mal reingehen wollen, dann sehen wir zumindest, dass hier was ist. Okay, so. Habe ich eigentlich Glas mit? Ja, 19 Stück. Damit werde ich hier nicht viel. Aber ich kann die ja mal verlegen. Das sieht ja schnieke aus. So, gucken wir mal von außen. Wenn man da überhaupt was sieht. Also ich sehe was und ich sag, geht so. Also auf jeden Fall noch ein Stockwerk höher. Dann haben wir hier so eine kleine Mega-Hütte drin. Ja. Obwohl, muss da wirklich noch was drauf? Nee, ich glaube, ich gehe jetzt nach darauf und leg da ein Dach hin. Warum ist hier kein Bett? Ich dachte, ich hätte hier ein Bett hingeschmissen. Wo ist das Bett? Ich will schlafen. Hier habe ich doch ein Bett hingemacht. Habe ich noch Wolle mit? Sand, 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 Sand. Ja, du kannst dich auch mal nicht so anstellen, ne? Ich schmeiß dir mal ein schönes Bett im Kornfeld hier hin. Denn das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Aber ich merke gerade, dass wir für unsere nächtlichen Ausflüge hier definitiv ein paar mehr Fackel-Dingsies, ein paar mehr Straßenlaternen brauchen. Ja, die brauchen wir.
Definitiv, definitiv ja.